Im folgenden Interview mit Bürgermeister Fraumberger gibt er einen Rückblick auf seine Amtszeit. Außerdem bringen wir eine Stellungnahme zur Situation in Schwechat. Sie blicken auf ein volles Jahr als Bürgermeister zurück. Wie blicken Sie zurück? Es war ein Jahr der Herausforderungen. Es hat begonnen mit der Lösungskompetenz im Multiversum, mit einer Umfinanzierung, wobei uns Expertenteams zur Seite gestanden sind, um hier die beste Lösung für die Stadtgemeinde Schwechat zu erzielen. Es ist in Folge mit dem Rechnungshofbericht weitergegangen, wo wir konsensual mit allen Fraktionen eine Stellungnahme zu diesen Themenbereichen des Rechnungshofes erarbeitet haben und auch durch den Gemeinderat abgeschickt haben. Ein Sicherstellen der Finanzen für die Zukunft, eine Absicherung. Wie war die Zusammenarbeit mit allen Fraktionen? Die Zusammenarbeit hat sich in diesem abgelaufenen Jahr sehr schwierig herausgestellt. Man hat sich auf runden Tischen immer wieder informiert, man hat sich auf runden Tischen zusammengesetzt, um hier etwas weiterzubringen für die Stadtgemeinde Schwechat. Jedoch kam es bei 4 Gemeinderatssitzungen zu einem Auszug, wobei ich denke, dass man hier sehr wohl Ideen einbringen kann. Man sitzt ja in den Ausschüssen zusammen, man sitzt darüber hinaus mit allen Club-Obleuten bei runden Tischen zusammen, man sitzt auch im Stadtrat zusammen. Also man hätte können auch hier gute Ideen seitens der Oppositionspolitiker, Politikerinnen einbringen. Das ist leider nicht geschehen, daher habe ich immer wieder auch aufgefordert, nicht nur in der Gemeinderatssitzung im öffentlichen Teil hier sich zu Wort zu melden, sondern zeitgerecht vorher das Wort zu ergreifen und hier Ideen und Anregungen einzubringen. Ich hoffe, dass sich das mit dem neuen Gemeinderat ändert, dass hier sehr wohl das Ohr nicht nur an Bürgerinnen und Bürgern, sondern auch das Ohr für die Oppositionspolitiker da sein muss. Jetzt haben Sie in diesem starken Jahr, in mehr als einem Jahr, Geschick bewiesen bei zahlreichen Verhandlungen, wo es um Finanzen gegangen ist und auch um so zahlreiche Objekte, und haben eigentlich jene Fehler ausgebessert, die Ihre Vorgänger oder Ihr Vorgänger verursacht hat. In Zeiten wie diesen, jeder Tag ist ein Lerntag und jeder Lerntag ist auch Fortschritt für einen persönlich, aber auch Fortschritt für die Stadtgemeinde Schwechat. Es ist so, dass in der Vergangenheit Fehler passiert sind. Aus diesen Fehlern kann man nur lernen und das tun wir auch. Nicht nur lernen, sondern die Kontrolle, die hier jetzt verstärkt auch im Rathaus und auch im Multiversum wirksam geworden sind eingeführt, und wir haben damit auch dem Rechnungshofbericht Rechnung getragen, dass wir hier verstärkt Kontrolle in sämtlichen Verträgen, in sämtlichen Belangen der Stadtgemeinde Schwechat hier eingeführt haben. Sie haben in einem Vorgespräch heute gesagt, es geht auch um die Wirtschaft, und Sie haben ein Wirtschaftsprojekt, ein neues Wirtschaftsprojekt. Können Sie uns ein bisschen in dieses Projekt hineinschauen lassen? Meine Devise ist immer die: Wirtschaft und Arbeitsplatz hängt hier unmittelbar zusammen. Wir können sehr, sehr stolz sein, dass wir in einer Stadtgemeinde leben, wo es der Wirtschaft einigermaßen gut geht, wo es aber auch die niedrigsten Arbeitslosenquoten gibt, wo es auch um Beschäftigung geht. Und wir sind sehr, sehr stolz, dass ein neues Projekt entstehen wird am Kugelkreuz, am leeren Feld beim McDonald's. Dieses Projekt umfasst ein Hotel, dieses Projekt umfasst Nahversorgung, ein großer Billa soll dort entstehen, ein Entertainment Center, ein Bürotrakt, ein Café, eine Drive-In-Bäckerei und 12.000 Quadratmeter Indoor-Fansporthalle und in einem weiteren Ausbau ein Erlebnisbad, Wellness-Oase, Saunalandschaft, Gesundheit, Heilung, Prävention, also all das soll dort geschehen mit circa fast 400 Stellplätzen. Ein Projekt, das private Investoren hier ins Leben rufen.
67 Millionen Euro soll dieses Projekt kosten und private Investoren werden das Geld in Schwechat investieren. Im vergangenen Jahr, naturgemäß aufgrund der Arbeit, sind Sie sehr oft im Kreuzfeuer der Kritik gestanden, waren medial mehr als präsent, oft auch mit kritischen Artikeln. Wie geht man damit selbst um? Wie behält man sich hier auch dann noch so mal die Freude an der Arbeit? Die Freude ist einerseits, wenn man durch die Stadt geht, über den Hauptplatz geht, bei einigen Veranstaltungen hier teilnimmt, dass die Menschen einen Mut zusprechen. Dass die Menschen zu mir gesagt haben, Herr Bürgermeister, halten Sie durch, haben Sie die Kraft, machen Sie weiter. Und das war für mich auch in dieser schwierigen Phase auch immer wieder Ansporn, hier neue Kraft zu schöpfen, neuen Anlauf zu nehmen, um die Herausforderungen für die Stadtgemeinde Schwechat zu einer guten Lösung zu bringen.